Sängerfreunde aus dem Appenzellerland. Sie singen von den Bergen, der Natur und der Schönheit der Schöpfung. Die urigen Klänge kombinieren sie mit moderner Musik. Und sie haben Erfolg damit. Unter anderem sind sie schon mit dem Schweizer Mundartmusiker Blick und dem Schlagersänger Stefan Roos auf Tour gewesen. Während sie sich auf der Bühne traditionell zeigen, dreht der Peter Freund neben dem Skiwerfer leicht einen Hightech-Schuh mit einer Luftsohle. Den habe ich eigentlich fast täglich an, wirklich ohne übertrieben, in der Freizeit, weil er mich einfach total bequem täuscht. Auf den Kibbutz aufmerksam geworden ist der Volksmusiker durch einen koreanischen Musikkollegen. Ihm hat er bei einem Schweizer Auftritt seine Bassgeige ausgelehnt. Für diesen Dienst ist der Appenzeller mit einem Schuh beschenkt worden. Er hat ihn sofort angelegt und am nächsten Tag dann auch die Folgen gespürt. Das Resultat war ein bisschen Muskelkater, weil es eine ungebige Position war. Einfach so eben luftig halt. Aber an das gewöhnt man sich und heute geniesse ich es unheimlich. Und ich merke es auch sehr schnell in den Knien, dass es eine Entlastung ist. In der Zwischenzeit ist seine tiefe Muskulatur trainiert und das Stehen und Laufen im Keyboard ist für ihn ein Wohlgefühl. Trotzdem, auf der Bühne trägt Peter Freund einen anderen Schuh. Mit unserer traditionellen Tracht passt der Schuh definitiv nicht. Aber ich habe ihn einmal, sicher beim Soundcheck, einmal, das heisst eben vor dem Auftritt, wenn wir die Einstellungen machen, dort habe ich ihn an. So ist der Soundcheck ein Genuss und beim Auftritt selber vergisst der Sängerfreund dank dem Publikum den harten Boden sowieso. Durch die gute Stimmung wird er getragen und hebt wie mit dem Keyboard in eine ganz andere Sphäre ab. Beides ist für ihn ein Genuss, den er nicht missen will.